ziemlich dunkel. Ich muss jetzt die blöde Gießerei finden. Eisenbergs Schlüssel, so. Das heißt, wo war jetzt den sein Ding? Ne, hier war das nicht. Deswegen muss ich hier so viel. Oh, das ist da.
mechanisches Teil. Okay, sah mir eher aus wie ein Knüppel. Aber gut. Jetzt wieder zurück, nimm den Aufzug nach oben. Och nö. Bin ich hierher gekommen. Bin ich denn jetzt? Ich blick das immer nicht, wo ich hier lang laufen muss, damit ich zurückkomme. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh. Scheiße. Nochmal so ein Typ. Das gibt's doch nicht, ey.
gar nicht. Oh Mann, das kriegt gleich einen Affen hier, ey. Ah, zumindest habe ich das Zeug gefunden. Willkommen, Ethan. Klimpergeld. Gibt immer noch nichts zu kaufen. Das ist ja unglaublich, ey. Wie soll ich gleich irgendwas gut schaffen? Mit nichts. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Bis nächstes Mal. Jawohl, 10 Schuss. Muss ich nicht nach oben? War doch gerade schon richtig. Stimmt, ich muss nach oben. Genau hier. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Modell Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Das Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nicht zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seiner eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit: auf ganzer Linie ein Misserfolg. Und der wartet jetzt auf mich. Sehr schön, so ohne Munition. Okay. Da habe ich Pistolenmunition. 8 Schuss davon. Ja, ich hätte. Achso, und Scharfschützmunition habe ich auch ein bisschen jetzt. Und ich hätte gern gewusst, wie ich das Blendgeschoss nutzen könnte. Habe ich immer noch nicht raus, ne? Macht's halt einfach nicht. Steuerung. Tastaturbelegung.
UX, nee, das nicht. P, okay, Pause. Y. Hab ich auch schon ausprobiert. STRG, Shift, habe ich auch schon ausprobiert. Alt. T, G. Keine Ahnung. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß! Okay, sehr gut. Nee, Dave, habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Du bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Scheiß! Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Scheiße!
Munition da, schnelle Ausrüstung. Zack. Ausrüstung, zack, so. Nie wieder. Endlich. Kann ich den schärfen und mitnehmen? Jo. Zigarre. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf.
Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sich doch nicht... Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat meinen... Was? Sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht mehr vernichte, wird mein Leben nichts, niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieser Black Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht. Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Hat die alle Tagebuch führen, ey. Also. Ehrlich. Nichts zu holen. Was zum... Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Das ist doch ein Witz! Ich bin gerade oben angekommen. Und dann wieder nach ganz unten zu dürfen. Guck mal, was haben wir hier für einen Panzer? Okay, ins Wasser kann ich nicht gehen. Gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was?
Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Ich krieg meinen Panzer. Ich krieg meinen Panzer. Sehr nice. Durchsuchende Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit den Informationen über Mirandas Experiment gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamycen infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und damit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt mein Panzer. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwo... Aha, mal hier Arznei. Sehr gut. Chemikalien. Oder irgendwie Munition finde oder so. Ne, leider nicht. Okay. Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache es schießt.
Ich komme, Rose. Verdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir der Bakshi? Gut, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das Leben, die echten Männer, deine Leiche, wird sich gut in meine Arme nehmen. Hast du Spaß? Schieß nur! Beeindruckt.
Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aussichtslos, hab ich recht? Gib auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan gegen die Apokalypse! Hast du Spaß? Auf nimmer Wiedersehen, Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst Klaus in der Hölle wieder! Erst kill ich Miranda, und dann gehört Rose nach mir! Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug! Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht das! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen.
Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. K9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig. Nicht eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. So, jetzt habe ich endlich genügend Munition. Hat auch mal Zeit. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen-Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Das Dorf kennen wir, ne? Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Dort finden wir sicher Miranda. Na los! Große mutierte Biowaffe gesichtet!
infektiöse Sporen versprühen. Behaltet eure Masken auf. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Und sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Jetzt breitet
könnten die über dich sein. Funktioniert der Lasermarkierer? Die Zahl der Biowaffen steigt. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Muss nachladen. Sie kommen. Die Biowaffen aus. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Was den Megamyths hinten, was? Logo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Halt euch, bin gleich bei dir.
Biowaffe. Das ist mein nächstes Ziel. Alles. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Oha. Da ist er. Der Megamycet. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einbauen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Hört sich alles ziemlich eklig an. Das muss Mirandas Labor sein. Vielleicht krank. Was? Hirnfunktionen normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der unter Mycen infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig und umherbewegen. Ah, das sind die einzelnen Bosse, ja. Willst das Labor, ey, aber mal vom Feinsten, ey. Ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihr reizendes Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs im Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren... Okay, ich will das jetzt Spencer, nicht anders lesen. Hier? Ich glaub's nicht. Feuer gewesen sein, oder?
Hier und jetzt. Nimm die Hände hoch. Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Der once was a ship that put to sea, the name of the ship was the Billy of Tea, the winds blew up, her bow dipped down, oh blow, my bully boys, blow. Leute, könnt ihr das einfach mal sein lassen? Ich nehme Let's Play auf. Du machst die Scheiße aus. Was ist passiert? ist da jemand? Ja, kalt. Komme ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt! Oh, Scheiße, mein Körper! Du bist so dumm! Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das...
Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mia? Ich... Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose, ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde... Rose, nein. Ein bisschen creepy. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke... Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Letzte Gelegenheit. Eine interessante Wahl. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Amat Victoria Curam. Aha.
Mit Vergnügen. Bitte, gib acht. Danke. Auf jeden Fall wieder genug Munition. Dann wollen wir mal. In Ruhe. Wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Verlassen mich! Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Ich lass dich nicht davon kommen. Wie wäre
das hier mit. Mein Kind, nicht deins! Du hältst dich auf! Ich bring dir ewige Ruhe. Und dich komplett austicken lassen. Ja. Wird ich das tun? Du musst dich behalten. Den müssen wir leider nochmal neu machen. Ich hab mich zu oft erwischt. Ah, oh, meine Eva, meine wunderschöne Tochter. Komm zu. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Das war's für dich! Jetzt stirb!
Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du wirklich keiner von uns? Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Fertig. Selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Dein Tod ist bereits besiegelt. Wofür kämpfst du? Ich bin Sniper gewesen. Dein Ende. Rose nicht retten. Oh, ich bin auch durchgekommen.
sein hier. Meine Eva! Meine wunderschöne Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lasse dich nicht weiter vollkommen. Was bedeutet, sein Kind zu lieben oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Komplett austicken lassen. Stirr! Und übergib dein elendes Leben dem Fertig. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Stirb, 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 stirb! Ich verstehe deine Gefühle, Eve. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es abschieden. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen! 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Warum willst du nicht sterben? Meine Tochter, du krankes Miststück! Genug der Spielchen! Ich mache meinen Traum wahr! Ich muss! Du lebst noch! Ja, lebe ich noch. Wandelnde Leiche! Das ist dein Ende, Ethan Winters! Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich an den Megamyzeten! Du sollst abhören! Rose! Shh. Alles gut, Rose.
Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh Mann. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Ethan, in dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt, Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey, hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen.
Also, erstmal, Chat, bin ich natürlich froh, dass wir es jetzt durchgespielt haben. Oh, mir hat es ganz gut gefallen. Ich gucke mein erstes Horrorspiel oder. Ja. So ein Game auf jeden Fall. Und man merkt auch schon, also jetzt zum Ende, was der da gesagt hat, ne, auch zur europäischen BSA. Also bin mal gespannt, ob da jetzt mal ein nächster Teil kommt oder beziehungsweise ein DLC oder sowas. Also ist das bei Resident Evil üblich? DLC oder so? Trotzdem freu ich, ja. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, my Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht doch, wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind.
Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich.